Right, 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 Leute, willkommen zurück zu Clash Royale Top 10 Ranking. Nach großem Wunsch in den letzten Videos kommen heute mal die Top 10 Gebäude dran. Tatsächlich haben sich das super viele gewünscht. Die haben in den Kommentaren geschrieben, hey, mach Top 10 Gebäude. Und Gebäude sind wahrscheinlich die verhasstesten Karten in dem Spiel, aber doch irgendwie schon essentiell, manchmal. Es gibt so viele Decks, die man einfach sehr gut durch Gebäude kontern kann. Es gibt viele nützliche Gebäude, es gibt Gebäude, die viele Leute abfacken. Deswegen bewerte ich diese Top 10 Liste hier einfach mal nach der Effektivität und der Nützlichkeit eines Gebäudes und nicht, ob das einen total auf den Sack geht. Ich weiß, dass super viele Gebäude einen auf den Sack gehen. Vielen Spielern hier und die wünschten sich, dass es die gar nicht gäbe. Aber wenn wir eine Top-10-Gebäudeliste machen, müssen wir das nun mal ignorieren, was uns auf den Sack geht und einfach nur die Fakten betrachten, wie gut ist wirklich ein Gebäude. Natürlich gilt es wie immer, diese Liste ist meine Meinung und meine Meinung muss mit eurer Meinung nicht übereinstimmen. Deswegen schreibt mir einfach runter in die Kommentare, was eure Lieblingsgebäude sind und beachtet einfach dabei, dass es ihr nicht danach bewertet, wie abgefuckt ihr es findet, sondern einfach wie nützlich bzw. wie effektiv es ist. Ihr versteht das Grundprinzip? Let's go! Nummer 10. Platz Nummer 10 fängt gleich wahrscheinlich mit der noobigsten Karte an. Viele bezeichnen das als Noob-Karte, weil das eines der wenigen Gebäude ist, die man einfach auf der eigenen Seite platzieren kann und dann greift es den gegnerischen Turm an. Der X-Bogen. Der X-Bogen hatte schon mal starke Zeiten, super starke Zeiten. Der war richtig mächtig. Die Leute haben den so oft gespielt und es ist manchmal super schwierig, an den ranzukommen, weil, wie gesagt, der steht auf der eigenen Seite und der Gegner, beziehungsweise man selber, muss angreifen. Wenn der Gegner da, also wenn man selbst spielt und der Gegner benutzt einen X-Bogen, muss man immer über die Brücke. Und das ist nun mal ein super großer Nachteil. X-Bogen kostet aber dafür 6 Elixier und braucht schon viel Zeit zum Aufbauen. Man hat 5 Sekunden Zeit, um zu reagieren, um irgendeinen Tank in die Mitte zu platzieren, um irgendein Gebäude zu platzieren, vielleicht einen eigenen X-Bogen oder so. X-Bogen gegen X-Bogen sieht super lustig aus, nur sie bei. Aber der Gegner ist natürlich nicht doof. Meistens wird er den X-Bogen mit anderen Einheiten kombinieren. Lakaien, andere, vielleicht einen Inferno-Turm, vielleicht noch irgendein anderen Defense-Gebäude, Barbaren. Barbaren sind super effektiv, um den X-Bogen zu verteidigen. Und deswegen finden viele Leute den X-Bogen als Abfuck, aber nichtsdestotrotz, der kostet satte 6 Elixier. Und dadurch, dass er 5 Sekunden braucht zum Aufbauen, gepaart mit 6 Elixierkosten, ist es nicht ganz einfach, den zu spielen und auch effektiv zu spielen. Deswegen finde ich den eigentlich überhaupt nicht noobig. Mal versucht mal mit dem X-Bogen zu gewinnen, ist gar nicht so leicht. Obwohl das Ding auf der eigenen Seite steht, aber 6 Elixierkosten für einen Turm, der 5 Sekunden braucht zum Aufbauen, während der Gegner dann seine Tanks aussetzt und seine Killer-Einheiten und das Ding dann angreifen, halten die als Maul. Sind diese 6 Elixier schon nicht schlecht, aber deswegen auch nur 10. Platz. Nur, es gibt 11 Gebäude in dem Spiel. Nummer 9. Platz Nummer 9 geht an den kleinen Bruder von X-Bogen. Ich bezeichne das immer als kleinen Bruder. Der Mortar ist im Prinzip von der Funktionsweise ziemlich ähnlich wie der X-Bogen. Man platziert ihn auf die eigene Seite, beziehungsweise der Gegner platziert das auf die eigene Seite und der kann dann hat eine Reichweite, die hoch genug ist, um den eigenen Turm anzugreifen. Der kleine Bruder, weil er nur 4 Elixier kostet statt 6, hat die gleiche Aufbauzeit wie der X-Bogen, aber leider schon diese 2 Elixierpunkte Unterschied macht eine Menge Unterschied und ich glaube, der Mortar ist auch die beliebtere Karte aktuell. Nicht nur aktuell, auch schon seit längerem, weil die 4 Elixier kosten selbst wenn es versagt, selbst wenn der Mortar den Turm nie angreift, weil der Gegner den einen Tank aussetzt oder ihr setzt einen Tank aus, sind die 4 Elixierkosten sehr schlecht bzw. sehr schnell auszugleichen. Während man mit 6 Elixier schon sehr schnell in den Elixiernachteil gelangen kann, ist mit 4 Elixier hat man ein bisschen mehr Luft, man hat mehr Freiraum. Und dazu macht der Mortar noch mehr Splash Damage, greift dafür seltener an, aber gepaart durch die geringeren Kosten und einfach, weil der effektiver ist, würde ich sagen, ist es für mich der bessere X-Bogen. Es ist wirklich ein besserer X-Bogen, hat die gleiche Funktion und deswegen nenne ich den auch den kleinen X-Bogen, aber deswegen auch nur Platz Nummer 9. Nummer 8. Platz Nummer 8 geht an die Koboldhütte. So scheiße Spawner-Decks auch sind. Spawner-Decks sind ja die, wo die Gegner nur Decks-Karten verwenden, wo Einheiten rauskommen. Sprich, die setzen Gebäude, wo Einheiten rauskommen, aber sonst haben die nichts. Es kommen immer mehr Einheiten und Einheiten und Einheiten. Aber nichtsdestotrotz, obwohl das kacke ist, ist Koboldhütte wahrscheinlich eine der besseren Karten davon. Koboldhütte zeichnet halt aus, dass es immer wieder Chip-Damage macht. Chip-Damage heißt, es macht immer wieder ein bisschen Schaden. Jedes Mal kommt so ein kleiner Kobold an den Turm dran, den es nicht lohnt, den abzuwehren. Es gibt keinen vernünftigen Konter, gegen den du aussetzen kannst, damit du einen einzigen Kobold abfangen kannst. Klar, du kannst einen größeren Push starten und so weiter, dann kommen die nicht mehr an deinen Turm dran, aber dadurch sammelt der Gegner immer mehr Kobolde und Kobolde, gerade weil die sich, die bremsen ja, sobald die eine Einheit treffen. Und wenn du gerade deinen Push aufbaust und der Gegner hat seine Koboldhütte, sammeln sich die Kobolde schnell. Und das macht die ganze Sache natürlich scheiße für viele Spieler. Die finden das nervig, weil viele Spieler wollen natürlich, dass die Einheiten über die Brücke kommen, dass die auf die Seite gehen und dort kämpfen und nicht einfach die Gebäude
Gebäude auf der eigenen Seite platzieren und dass die Einheiten automatisch rauskommen. Aber Koboldhütte kostet mal 5 Elixier und gerade dieser Chip-Damage, immer die ein bisschen Schaden machen, immer ein bisschen Schaden machen. Auch wenn es kacke ist, muss man halt zustehen, dass das Gebäude schon ziemlich effizient ist und sehr viel Schaden machen kann. Gefährlich ist das Ding auf jeden Fall und deswegen Platz Nummer 8. Nummer 7. Platz Nummer 7 für mich. Das erste richtige Verteidigungsgebäude für mich. Also ein Gebäude, das wirklich zur Verteidigung gedacht ist. Alle anderen Gebäude waren mehr für den Angriff gedacht. Aber das erste Gebäude ist der Bombenturm. Oh, ich erinnere mich noch an die Zeit, wo der Bombenturm einfach so viel mehr Schaden hatte. Und der war satte 2 Minuten auf dem Feld. Wer erinnert sich noch an die Zeit? Erinnert ihr euch noch an die Bombenturm-Meter? Der stand 1,5 Minuten auf dem Feld. 1,5 Minuten konntest du gar nicht abwarten, bis der Bombenturm verschwunden ist. Kam schon direkt der zweite und es war so super schwierig, AD vorbeizukommen. Danach wurde er genervt, wurde halt so oft gespielt, war zu mächtig, die Leute haben es ausgenutzt und seitdem hat er nicht mehr so eine gute Phase. Aktuell wird er, glaube ich, super, super, super selten gespielt. Eine der am wenigsten benutzten Karten überhaupt. In meinen Augen zu Unrecht. Der Bombenturm ist ein richtiger Pushkiller. Ihr glaubt es gar nicht, wie die Bombe von dem, wie viel Pushes es aufhalten kann. Warum der heutzutage weniger verwendet wird, ist, glaube ich, liegt an der Luftmeter. Es sind viele neue Lufteinheiten dazugekommen, wie Mega-Minion, Minions, Minions waren schon lange dabei, Mega-Minion, Lava-Hund, Inferno-Drachen, eine Menge neue Lufteinheiten sind reingekommen. Und der Bombenturm greift nun mal keine Lufteinheiten an. Und deswegen hat er immer mehr Konter bekommen. Und deswegen wird er wahrscheinlich auch schwieriger gespielt. Oder seltener gespielt, weil es schwierig zu spielen ist. Aber gepaart durch die großen Elixierkosten mit 5 Elixier und dass super viele Leute Tank spielen, ist er halt aktuell super unbeliebt zu spielen. Nummer 6. Platz Nummer 6 kommt für mich der Tesla in die Frage. Tesla ist eines der nervigsten Karten, die es gibt. Ohne Scheiß, wenn der Gegner einen Tesla auf seinem Feld hat, ist es super, super schwierig, da durchzukommen. Es gibt keinen Hardcounter gegen den. Mit Hardcounter meine ich irgendeine Karte, die den Tesla vernichtet, aber du dabei kein Elixier verlierst. Klar, du kannst den Feuerball ausspielen. Manchmal funktioniert das sogar nicht, weil der Tesla im Boden ist. Sprich, du kannst dem Tesla keinen Schaden hinzufügen, nicht bevor deine Einheiten verletzt werden oder irgendeine Einheit in der Nähe ist. Blitz ist 2 Elixier teurer. Alle anderen Karten sind teurer oder billiger oder machen den nicht kaputt. Und dadurch, dass er sich im Boden versteckt, kannst du den nicht wirklich angreifen, ohne dass du irgendeinen Push startest, der auf diesen Tesla erstmal zugeht. Und wenn der aus dem Boden kommt, macht er verdammt viel Schaden. Viele Leute unterschätzen den. Ich unterschätze den. Denk mir manchmal so, Tesla, ah ja, der ist schon fast kaputt, da kommt mein Push gerne durch. Auf einmal kommt das Ding hoch und bzz, 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 und der macht Schaden und der macht schnellen Schaden und der macht sogar Schaden gegen Lufteinheiten. Es lohnt sich, das Ding einfach einzusetzen, weil er so viele Dinge kontern kann und ist auch eines der einzigen Verteidigungsgebäude, die Schaden an Lufteinheiten machen kann und das effektiv. Sprich, gegen jede Lufteinheiten, egal ob Mega Minion, egal ob Lakaien, Inferno-Drache oder hier, Lakaien Horde sogar. All das kann er kontern. Gepaart durch die schnelle Angriffsgeschwindigkeit, den hohen Schaden, der Anti-Air-Fähigkeit, dass er sich im Boden versteckt, kostet nur 4 Elixier. Es ist für mich echt eine der besten Karten, die es gibt. Also Verteidigungskarten, nicht die Karten an sich. Selbst wenn der Gegner heuer Schnitzelreiter verwendet, kannst du den Tesla aussetzen und der wird den Hawkrider killen. Und da kann er nichts gegen machen. Und du kommst nicht in Elixier-Nachteil. Im Umkehrschluss genauso, wenn der Gegner das verwendet und du den Hawkrider hast, wirst du es super schwer haben, einfach durchzukommen. Nummer 5. Platz Nummer 5. Eine lange Zeit hätte ich eigentlich die Elixierpumpe auf Platz Nummer 1 gepackt. Ohne Scheiß, Elixierpumpe war so geil, die eine ganze Zeit lang des Spiels. Du konntest es, allein durch die Elixierpumpe konntest du so viele Decks spielen, die es ohne der Pumpe gar nicht ging. Super viele krasse, teure Decks wie mehr als 4,1 Durchschnittskosten, ne? Also Elixier, die mehr als 4,1 Elixier kosten. All diese Decks funktionierten nur mit der Elixierpumpe. Aber die Pumpe war leider viel zu gut, viel zu effektiv. Ich erinnere mich noch an die Zeit, wo das Ding einfach als Verteidigungsgebäude genutzt wurde. Das Ding wurde in die Mitte gesetzt, damit es Hawkrider abwehrt, damit es Tanks abwehrt und so weiter. Das hatte massiv viele Verteidigungspunkte, HP-Punkte, also Lebenspunkte, ne? Das Ding hatte so viel HP, die Leute haben das einfach als Verteidigungsgebäude genutzt, auch wenn es überhaupt keinen Schaden macht. Weil es hat die Tanks aufgehalten, es hat Giant aufgehalten, es hat Schnitzelreiter aufgehalten. Fast alle Einheiten, die an die Elixierpumpe drankamen, haben die Elixierpumpe nicht schnell genug tot bekommen. Und dadurch war die so effektiv, Supercell musste die nerven. Nerven heißt schlechter machen. Und es wurde schlechter gemacht. Und wurde, mehrmals. Ich glaube, 4-mal musste die Elixierpumpe geändert werden, bis sie den aktuellen Stand erreicht hat. Wo ich aber sage, das Ding ist gerade mal Platz 5 wert. Die Glanzzeit der Elixierpumpe ist längst vorbei. Aktuell ist sie halt leicht zu kontern. Es gibt super viele Kontereinheiten wie The Miner und so weiter. Was schade ist, weil die Elixierpumpe nun mal krassen Vorteil bieten kann.
Gerade wenn der Gegner keine Konter gegen die Karte hat, merkt der Gegner den Druck. Desto mehr Pumpen auf dem Feld stehen, desto schlechteren Vorteil habe ich. Beziehungsweise desto größeren Nachteil habe ich. Weil die Elixierpumpen, die sammeln sich. Und desto mehr Pumpen rauskommen und desto mehr die Elixier generieren, desto schwieriger wird es einfach durchzukommen. Und dafür verdient für mich Platz Nummer 5. Einerseits wäre die aber auch Platz 1. Nummer 4. Platz Nummer 4. Oh mein Gott, kriege ich einen Shitstorm. Kriege ich einen Shitstorm, dass ich die Karte überhaupt so hoch setze? Der Inferno-Turm. Inferno-Turm ist im deutschen Bereich super verhasst. Ich sage extra deutscher Bereich, weil im englischen YouTuber-Bereich hasst die Karte keiner. Viele große YouTuber wie Clash with Ash, Nick at Night oder Camsex at Gaming. Das sind so große YouTuber mit über 1 Million Abonnenten, die verwenden immer wieder den Inferno-Turm. Und die werden dafür nicht gehasst. Während im deutschen Bereich brauchst du die Karte auch nur im einen einzigen Video zu verwenden und du wirst auseinandergepflückt. Die Gründe dafür wissen einige, darauf will ich jetzt auch gar nicht hinaus. Viele sehen in der Karte als die größte Noob-Karte, die es gibt und in meinen Augen zu Unrecht. Ich meine, das Ding kostet 5 Elixier. Und der Inferno-Turm hat mal satte 3 harte Konter. 3 harte Konter heißt es, es gibt 3 Karten, die den Inferno komplett nutzlos machen. Zap, Blitz und Elektromagier. 3 Karten, die den Elektro... drei Karten, die den Inferno-Turm so hart kontern, dass eigentlich jeder Push durchkommen kann. Und der kostet 5 Elixier. Wenn die 5 Elixier nicht ihre Kosten wieder reinspielen, indem die den Tank aufhalten, dann ist das Ding nutzlos. Das ist aber nicht mal der Grund, warum ich den auf Platz 4 packe. Fakt ist nun mal, Tanks werden super gerne in diesem Spiel gespielt. Sprich Riese, Lavahund, Pekka, Royal Giant, Golem... Tanks ist ein Hauptbestandteil dieses Spiels. Es gibt super viele Tankeinheiten. Es gibt kleinere Tanks wie Ice Golem, Valkyrie, Prince. Es gibt nochmal sehr viele Karten, die super viel HP haben. Und der Inferno-Turm ist die beste Karte gegen diesen Karten. Neben diesen 3 Hardcounter wie Blitz, Zap und so weiter, gibt es ja noch eine Menge Lufteinheiten wie hier Lakaien, Lakaien-Horde, Friedhof. All diese Karten kosten weniger oder gleich so viel wie der Inferno-Turm und kontern den. Das ist also gut wie keiner als andere der Verteidigungsgebäude. Den Tesla kostet nur 4 Elixier. Schwierig, deinen Vorteil herauszuspielen. Bombenturm kostet 5 Elixier. Da ist es ein bisschen einfacher, deswegen ist das Ding auch nur auf Platz 7. Aber Inferno-Turm ist einfach so effektiv gegen Tanks. Es ist schwierig, gegen den durchzukommen. Und es ist auch schwierig, gegen den anzukommen, sag ich mal. Ist fast dasselbe, ne? Aber dadurch, dass es einfach so viele Tanks in dem Spiel gibt, lohnt sich diese Karte. Es lohnt sich extrem. Nummer 3. Platz Nummer 3 für mich, der Grabstein. Grabstein war eine ziemlich lange Zeit unscheinbar. Hatte einen Buff, hatte einen Nerf, hatte einen Buff. War sich noch nicht so sicher, Supercell, wie die denn machen. Aber aktuell ziemlich stark, gerade weil viele Einheiten wieder gespielt werden, die super stark sind. Wie Mini-Packer, Prinz und Elite-Barbaren. So Hardhitter. Und da ist der Grabstein schon sehr effektiv. Von dem ganzen Spawner-Gebäude ist das der billigste. Mit 3 Elixier ist das nun mal super effektiv gegen super viele Einheiten. Auch gegen den Schnitzelreiter super effektiv, weil die halten den auf und kosten sogar 1 Elixier weniger. Aber von dem ganzen Verteidigungsgebäude hat er die geringste HP. Meistens wird er mit einem Holzstamm abgerasiert, bevor der Tank da, sag ich mal, starken Schaden nehmen kann. Aber natürlich macht der Grabstein alleine so gut wie nichts. Gerade in der Offensive kann der Grabstein nichts. Die Skelette sterben. Die werden mit einem Schuss vom Turm weggesniped. Und die Skelette kommen nie dran. Deswegen ist das eigentlich ein pures Verteidigungsgebäude. Nur wenn du das mit einem Tank kombinierst, der nach vorne pusht, der den Angriff von dem Gegner aufsaugt, können sich Skelette hinter dem Tank ansammeln und dann können die schon effektiv werden in der Offensive. Alleine kann der Grabstein so gut wie nichts. Aber kostet dabei nur 3 Elixier. Und ich meine, für 3 Elixier lohnt sich das irgendwie sonst was. Gibt super viele Einheiten, wo sich der halt lohnt. Pekka, Prinz, Dunkler Prinz. Dunkler Prinz ist scheiße. Elite-Barbaren, normale Barbaren, Megalakaien. Alles Karten, die entweder genauso viel kosten oder wenig, mehr. Genauso viel kosten oder mehr. Und dadurch halt nun mal super einfach ist, einen Elixiervorteil herauszuspielen. Alleine nur durch den Grabstein. Nummer 2. Platz Nummer 2, die wahrscheinlich unscheinbarste Verteidigungseinheit hier in dem ganzen Spiel. Die Kanone. Die Kanone macht, kostet gerade mal 3 Elixier, genauso wie der Grabstein. Und ist auch das günstigste Verteidigungsgebäude von den ganzen, die wirklich verteidigen. Sprich Tesla, Bombenturm, Inferno, Kanone. Und Kanone ist dabei die günstigste. Mit gerade mal 3 Elixier ist es super effektiv gegen Schnitzelreiter. Es ist super effektiv gegen mittlere Tanks, weil die einfach abgelenkt werden. Die Kanone macht super guten Schaden. Hat eine mittlere HP-Anzahl, mehr als der Grabstein. Deswegen steht er einfach länger auf dem Feld. Ist effektiver gegen Tanks. Hält die länger auf und macht auch Schaden gegen die. Auch gut gegen Ofen und für, sag ich mal, Spawner-Decks wie Kobolde oder Barbarenhütte. Die hält die nun mal auf und das steht schon recht lange auf dem Feld. Hat viel HP, lässt sich nicht durch den Feuer Balkontern durch den Blitz schon, aber ich meine 6 gegen 3 Elixier. Man muss nur aufpassen, dass nichts dazwischen ist. Aber Kanone ist trotzdem super effektiv. Die kann so viele Dinge aufhalten. Die ist praktisch. Anders als beim Grabstein lässt er sich nicht durch einen Holzstamm oder durch einen Zap irgendwie leicht kontern, damit man die Skelette tötet. Ich meine, beim Grabstein machen ja die Skelette den Schaden und die lassen sich nun mal killen durch einen Zap oder durch einen Holzstamm. Kampfholz.
Ihr wisst Bescheid. Aber die Kanone, die juckt das nicht. Höchstens ein Feuerball, aber die kostet ja schon mal einmal mehr als die Kanone. Und von daher ist sie schon super effizient. Man kann mit der so viele Dinge aufhalten und ist überhaupt nicht verhasst. Sprich, wenn es euch peinlich ist, in den Inferno-Turm zu spielen, weil euch dann alle anderen auslachen, aus irgendwelchen Gründen auch immer, ist die Kanone perfekt, weil da laucht euch keiner aus. Aber die werden wahrscheinlich schief gucken, warum benutzt ihr die. Nummer 1. Platz Nummer 1. Bin mir nicht so sicher, ob das auf eure Meinung trifft. Wahrscheinlich eher nicht. Ofen ist super schwierig zu bewerten. Ich sehe einen Ofen immer zu zwei Phasen. Es hat eine Phase, das ist underpowered, und es hat eine Phase, es ist overpowered. Ich habe das schon immer wieder in einigen Videos erklärt. Ich finde, der Ofen hat eine ziemlich schwierige Zeit, wenn er underleveled ist. Underleveled heißt, wenn ihr gegen Level 10 Gegner spielt und euer Ofen ist Level 7, dann ist er nicht mehr so effizient wie auf Level 8. Und gerade wenn diese Ein-Level-Unterschiede entsteht und ihr habt ihn nicht auf dem passenden Level, kann der Ofen nun mal nicht sein volles Potenzial entwickeln. Und dieses Potenzial heißt Chip Damage. Genau schon wieder bei der Koboldhütte zeichnet sich der Ofen dadurch aus, dass die Kobolde immer wieder an den Turm drankommen, immer wieder ein bisschen Schaden machen und dadurch für den Gegner halt total nervig ist und dadurch auch Zwang sieht, den zu kontern. Fehlt euch dieser Level aber, dieser nötige Level, und dann werden diese Feuergeister von dem Turm immer geone-shottet. Dann ist es für den Gegner total egal. Er kann das Ding aussitzen, er kann die andere Seite pushen und seine Tanks dort aussetzen, während euer Ofen gegen eine Mauer läuft, wo ihr nicht drankommt. Da ist der Ofen total nutzlos. Aber wenn ihr den passenden Level habt, dann könnt ihr den Gegner schon ziemlich auf den Sack gehen. Beziehungsweise der Gegner geht euch auf den Sack. Es ist super nervig und es gibt nur sehr wenige Konter. Zum Beispiel Grabstein. Grabstein ist ein sehr effektiver Konter gegen den Ofen. Aber nicht nur, weil das Ding auf den Sack geht oder so effizient ist. Es verleiht Druck. Es entsteht Druck für den Gegner. Ich muss das Ding kontern. Ich muss irgendwas aussetzen. Das heißt, er kann sein Spiel nicht mehr entwickeln. Er kann seinen Push nicht mehr aufbauen, weil er Kontereinheiten setzt, weil er den Grabstein früher setzt, als es nötig ist, weil er den Eismagier früher setzt, als nötig, weil er die Princess früher setzt, als nötig und so weiter. Es verleiht den Gegner Druck, und selbst wenn er pusht und irgendeinen Tank aussetzt oder den Hawk Rider, kostet das Ding gerade mal 4 Elixier und ist damit super kosteneffizient gegen viele Tank-Einheiten. Nicht nur das, das Ding hat super viel HP. Neben den ganzen Spawner-Gebäuden wahrscheinlich die meiste pro Elixier. Ich meine, die Kobold-Hütte kostet 5 Elixier und hat genauso viel HP. Von der Barbarenhütte wollen wir gar nicht mal reden. Falls ihr euch fragt, wo die Barbarenhütte, die ist auf Platz 11. Ist das ganz letzte. So, aber nichtsdestotrotz, das Ding hat super viel HP. Ist effektiv im Angriff, ist effektiv in der Verteidigung. Gerade wenn der Gegner einen Push startet und die Feuergeister kommen im rechtzeitigen Moment auch raus. Sprich, wenn der Gegner sein Timing verkackt, dann greifen nun mal diese Feuergeister schon so einige Einheiten an. Halten guten Splash-Damage, greifen viele Einheiten an und killen so auch viele Einheiten. Ich weiß, dass es, wenn der Gegner den Ofen benutzt, dass man selbst dadurch in Druck kommt. Aber da spürt man es ja selber. Wenn der Gegner den Ofen verwendet, der auch den passenden Level hat, dann hat man halt diesen Druck. Ich darf ihm nicht zu viel Zeit geben, ich darf ihm nicht zu viel Spielraum geben, weil die Feuergeister werden immer wieder Schaden an meinem Turm machen, und wenn sich das über das ganze Match hinwegzieht, wird das nun mal super viel Schaden. Das ist eine komische Liste, über eine Karten zu reden, die eigentlich total verhasst sind, aber trotzdem eine Top 10 zu bilden, einfach daraus, ob die Karten jetzt effektiv sind, ob die einen viel bringen und so weiter. Wie immer sage ich euch ja, ihr könnt runter in die Kommentare schreiben, wie eure Top 10 aussieht, und natürlich könnt ihr mir weitere Top 10 Vorschläge machen. Was wünscht ihr euch? Welche Karten sollen wir noch bewerten? Ich habe eine lange Liste von Karten, aber ihr könnt natürlich hier runter in die Kommentare schreiben, welche ihr gerne gesehen würdet. Und desto mehr ihr von einem Ding sagt, desto schneller kommt es dran. Aber nichtsdestotrotz mache ich natürlich weitere Top-10-Liste. Und ich hoffe, euch hat diese Top-10-Liste gefallen. Hinterlasst mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Hier rechts tauchen jetzt noch zwei Kasten auf. Dort könnt ihr draufdrücken und gelangt zu anderen Top-10-Videos. Abonniert mich, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt. Und gebt mehr Flosse. Flop.